So, letztes Stündchen würde ich sagen, ist angebrochen. Ist das passiert, was ich befürchtet da hatte? Da ist so ein Soulset-Viech. Ich habe eins gefunden. Ja, jetzt müssen wir mal bei der Ideenzym schauen. Da. Oh, nice. Da geht's jetzt hin. Na, wirst du bauen? Wissen, wie viel Leben der hat. Ja gut, ist ja auch wieder Difficulty abhängig. Die ist hier bei 200. Damals hatte der um die 30, 40 Leben. Bei der Difficulty um die 30, 40. Warte mal. Sicherheitshalber. Ich glaube, der greift dich auch gar nicht an, wenn du ihn nicht angreifst. Was? Der hat mich angegriffen. Und wo ist die Quest? Ja, ich will das Herz. Ich habe ja Looting auf dem Schwert. Oh, der macht gut Damage. Wo ist er? Da. Sag mal, bin ich bescheuert? Au. Warum? Ich fange den mir jetzt einfach. Nehme den mit in die Overworld. Ha! Gefangen! Ich habe dann in der Overworld mein Haus, wo ich die klatschen kann. Aber einer reicht nicht. Ich brauche mindestens noch einen zweiten. Wo bist du denn da? Ah, ne, bist du nicht gut. Ich dachte gerade, du wärst in der Overworld. Ne, ich suche jetzt noch ein zweites Viech. Und so wie ich mein Glück kenne, aus dem Ehen kriege ich kein Herz raus. Wenn du richtiges Pech hast, dann kriegst du aus beiden einfach gar nichts raus. Ne, kenne ich ja. Warum? Das Pech kenne ich ja. Können die so selten sein? Wow, das hat geleckt. Komm, du hässlicher Vogel, zeig dich.
ist halt so ein komplettes Biom da. Also, das ist ja so immens. Oh, willst du hinaus, dass da halt eigentlich mehr spawnen müsste? Ja. Ja. Dieses Gelache hier im Nether. Ja. Aber lieber das Gelache, als wirklich aktiv auf Soulsand laufen zu müssen, weil der Sphäre war noch am schlimmsten. Ja, zumal er nicht mal eine komplette Blockhöhe hat. Inwiefern ist das schlimm? Naja, wenn du das auf Lava-Höhe machst, bringt auch Sneak nichts, du verbrennst. Achso, ja. Aber irgendwas Gutes hat das Soulsand. Wenn man einen Block platziert, fällt er nicht runter. Noch nicht. Das bauen die bestimmt auch noch ein. War ja auch schon mal davon die Rede, dass die das mit den Fackeln so einbauen wollen, dass die, wie aus der E-Mod, dass du die halt immer wieder anzünden musst, dass die irgendwann ausgehen. Wäre Abfuck, wäre aber auch cool. Ja, es wäre realistisch auf jeden Fall. Ich weiß halt nicht, wie ich das flippen würde. Einerseits, ja klar, hit, bin ich ruhig. Einerseits geil, andererseits, scheiß Idee. Ich würde es geil finden. Weil man ja in einem Höhlengang einfach nur einmal reingeht. Von daher wäre das dort scheißegal. Ja, aber dann müssten sie erstmal was Aktives gegen Optifine machen, damit das halt jemand nutzt. Ich glaube, du kannst sie nur ausplatzieren. Du musst die, wenn du die platziert hast, kannst du die erstmal mit dem Feuerzeug anmachen. Die bleiben in der Hand auch aus. Ah! Also würde Optifine gar nichts bringen eigentlich. Genau. Und gegen Optifine, ja, gehen sie ja jetzt schon vor. Mit, zum Beispiel mit dem Fernglas. Nenn ich nicht wirklich vorgehen, das ist eine Schnapsidee gewesen, so meiner Meinung nach. Also, es gibt so wirklich gar keinen, der dieses Fernglas aktiv nutzt, meiner Meinung nach. Ja, meine Kinder auf der Playstation nutzen das. Weil die dort halt auch kein Optifine haben. Oder? Was? Weil die da halt kein Optifine haben, oder? Nee, die Playstation kannst du nicht modden. Ja, genau. Ja, genau. Ich hasse unsichtbare Gas. Jetzt habe ich ihn erwischt. Nein, immer noch nicht! Gas? Die unsichtbar sind? Ja, hier ist ein unsichtbarer Gas. Und der ist gerade Abfuck. Jetzt halt noch weiter mit dem Biom. Oh, diese Sache macht mich kirre, ey. Der Nether soll ja auch kirre machen eigentlich. Ja, aber das sind halt modded Gelächter hier. Die ganzen Geräusche. Ja, eben, die haben es halt noch cooler umgesetzt. Oder noch abpackender hier, nachdem wir. Ja, seit wann ist denn die 1.18 draußen? Ist sie? Ja, habe ich auch gestern erst erfahren. Die ist draußen. Weil Kedo und seine Freunde spielen schon auf dem 1.18 Server. Na gut, ich habe seitdem nicht mit Justin geredet, der hätte mir das sofort unter die Nase gerieben. Ganz ehrlich, ich habe die letzte Version, die ich angefangen habe zu spielen, war die 1.17, ne? Für 2 Stunden und dann habe ich keinen Bock mehr gehabt. Ja, Vanilla kann man nicht alleine spielen, meiner Meinung nach. Außer ja. Man ist ein Hobbyloser, der Langeweile pur hat. Ja, oder man hat einen so schlechten PC. Ja, aber selbst dann, das ist doch viel zu langweilig. Ja, kommt drauf an. Also für einige bauen in Vanilla komplett übelste Städte im Survival, weil die so eine Langeweile haben und sich entweder weil sie kein Internet haben oder weil sie sich, weil der PC zu schlecht ist für Mods.
Ich würde schon sagen, Minecraft lebt von Mods. Nicht so stark wie LS oder welche, oder Skyrim wird auch sehr stark von Mods getragen. Aber Skyrim habe ich tatsächlich nur Vanilla gespielt. Ich habe ein, zwei Mal Mods drauf gehabt. Nee. Da muss von der Community weiß ich, dass das wirklich nur gehypt wird wegen den zig Milliarden Mods, die es gibt. Ja, weil du das mittlerweile auf 4K modden kannst, alles. Und die Entwickler legen die Füße hoch und sagen, ja, danke dafür. Ja, die bauen das aber immer wieder mal mit ein. Die haben schon einiges mit eingebaut aus der Community. Das ist auch das erklärte oder die erklärte Strategie von LS gewesen. Die haben nicht einfach Mods kopiert, sondern sich mit den Entwicklern zusammengesetzt. Das ist das gleiche bei Ark. Bei Ark gibt es sogar so, dass die Mod-Entwickler dann auch sogar entlohnt werden. Der Seasons, ich weiß nicht, ob du die Mods kennst, aber Jahreszeiten halt, für ein LS rausgebracht hat, ist jetzt Angestellter bei Giants. Zum Beispiel. Also da wird halt in der Art und Weise entlohnt. Knochen! Knochen? Ja, ich war zu lange der Lava. Also. Alter, ich komme jetzt erstmal zurück. Ich versuche jetzt das Vieh zu klatschen. Mit der überdimensionalen Difficulty. So. Das Guckfenster müsste sogar offen bleiben können. Kommst du nicht ran an mich, wa? Ja, was denn jetzt? Was willst du machen, hä? Scheiße, wa? Den kannst du wirklich großartig Damage machst du nur von vorne. Weil da das Herz frei liegt. Okay. Ich hab den damals auch größtenteils mit der Piste abgeschossen. Erst als ich keine Muni mehr hatte, habe ich drauf gekloppt. Ich hab fucking Kohle und einen Knochen bekommen. Willst du mich verarschen? Ich hab keinen Bock mehr, ey. Warum lädt hier alles gerade nicht? Wer Angst, dass mir hier gerade. Pistol dahin, Board dahin. So, was mache ich denn jetzt noch? Erstmal die Quest abgeben. Obtain a Soul Heart. Ja, es ist eigentlich alles nur noch Netherkacke jetzt hier. Auf die Mutanten-Zombies habe ich keinen Bock zu klatschen. Get a Snap Turtle. Skewed. Hast du deine Turtle-Eier noch? Bestimmt. Ja. Aber nee. Ich werde jetzt mit eins von dir gemobst und hätte mit einer Schere versucht, da Dings abzuschneiden. Na gut. Eins kannst du haben. Oh, wie lösche ich nochmal die Waypoints? Wie hast du da das B? Bei mir war es N. N oder M? N. Nein, du hast wieder alles umgelegt wahrscheinlich. Tatsächlich nicht. Schere. Oder gibt's hier irgendein Item? Ne, die haben nur Pfeile. Blutspray. Versuchen wir es mit der Schere. Ich werde die nicht töten. Ich lasse die bei dir in der Base dann. Ja, okay.
beim Elefantengehege wahrscheinlich dann. Nö. Oben. Aber nee, vergiss es, greif dir an. Hat die auch dich angegriffen? Nein. Du lachst doch schon. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Ich merke, wenn du. Ich bin nicht doof, Darko. Das war, weil das hat nichts damit zu tun. Ich bin ja selbst war. Ich will das oben am Wasser machen. Hier fällt eindeutig ein Strahl nach oben. Ich finde die so hinderlich. Das ist halt auch mein Vorteil, dass ich mich auf die Pink. Wow! Hä? Ja, die greifen an. Wischi, ich hab das der vom Rücken abgemacht. Geil. Ich... Du hast kein Looting, oder? Jetzt geht die auch noch mal. Hey, kommst du da raus? Kann man... Ach nee, die kannst du damit nicht... Beschäftige die mal, ohne die zu töten. Ich guck mal, ob man die irgendwie paaren kann. Den nicht beschäftigen, die macht ja gar nichts. Hammerhead Shark, nein. Hier. Was ist das? Come on, so build up her shells over several days underwater. Strokes overworld unlike the passive sea turtle, Cossangs, Alligator, Shaggy Turtle, Fierce, Feast the Beast and Attack any Seas. Steps, bla bla bla. You Mosi, can you share it for a chance to drop a spike skew? Doch, sharen muss man sagen. Aber nur bei einer Chance. Hm. Ja, dann spawnen alle anderen auch noch. Warte mal. Hol mal noch ein Ei. Ich hol mal ein bisschen Fleisch. Ach, jetzt Maulbär. Soll ich auch schon spawnen? Ja, kannst du ruhig machen. Ey, jetzt sperre ich mich selber, ey, nicht Dulli. Oh, der Bär ist gerade erwachsen geworden, das ist kein Baby mehr. Wo ist denn die zweite? Weiß es gar nicht. Die sich schon wieder in den Verkochen. Hä? Wo ist jetzt die zweite? Das ist die, die hatten wir schon. Ach da. Gib mir mal Seegras. Au. Ich höre auf dich, Akku. Nee, jetzt nicht mehr. Doch. Hau einfach ab, Ike. Dann lässt sie ab. Babys. Wo ist meine Sick-Touch-Picke? Da. Selbst das Babyviech. Ein Baby? Wieso klaust du dir die jetzt? Mein Baby. Ja, aber warum? Wofür? Da, du hast so eine gewisse Drop-Chance, dass die die Scales droppen. Ich hab ja keine mehr. Oh,
Oh, das dauert ja wieder Ewigkeit, bis man die pimpern lassen kann. Vor allem, warum rennst du außenrum, wenn du eine Hintertür hast, Danko? Das verstehe ich bei dir einfach nicht. Ich greife mir auch noch an. Das ist ein wilder Bär. Was erwartest du? Was erwartest du denn? Setze aber auch so einen Block hin, dass man auf die... Oh, sehr gut. Hä, warum ist hier Mauerblock? Nein. Das lief. Darko, nimm die Blöcke einfach in die Hand, dann bist du schneller mit dem Bauen. Ich will ja nicht, dass die mich hittet. Macht's auch so. Bei zwei Blöcken höher. Gut, wenn man Ike ist. Au. Da geht doch auf. Ey, jetzt lass die da nicht rauskommen. Doch. Die dürfte eigentlich gar nicht hier rüberkommen. Ne, die kommen nicht rüber. Die kommen da nicht rüber. Wie lange dauert das jetzt, bis ich wieder pimpern lassen kann? Das sieht schon cool aus mit der Waffenmod. Nicht so cool wie bei Techguns, aber immer noch geil. Was ist bei Kido Lux? Der wollte ja heute nicht streamen, will ich noch was. Der streamt tatsächlich. Jetzt doch? Okay. Das Dorf kommt vorbei, spielt Minecraft 1.18. Er spielt Minecraft. Alter, das dauert ja ewig, bis man die wieder pimpern lassen kann. Alle 5 bis 20 Minuten. Boah. Ach du, ist das, das ja nicht schlimm. Der isst den ja nicht. Dann baue ich jetzt noch schnell ein Aquarium für die Tierchen. Oder einen zweiten See. Ich baue einen zweiten See. Wasser, 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 Wasser. Bär. So schlimm ist der doch gar nicht. Nö, nee, war er auch nicht. Der war sehr, sehr friedlich, nachdem er tot war. Na, sag ich ja. So schlimm ist der nicht. Die Boshaftigkeit mancher Tiere wird nur unterschätzt. Oder überschätzt. Ja, unterschätzt. Irgendwie gefällt mir der See nicht. Der sieht auf allen Seiten gleich aus. Na gut, der ist auch ziemlich auf allen Seiten symmetrisch gewesen. So. Hä? Na, wo versteckt sich der Feigling? Kuckuck. Ey, der trifft auch noch! Ja. Dauert wieder, bis ich essen kann. Wow. Ich hab nur eine Eisenrüstung an, so ein Pferd. Ah ja! Dass ich kein Netherite zum Reparieren habe, ist aber nicht unfair. Du hattest 15 Stück zum Reparieren. Ich musste meine Rüstung mehrfach reparieren mittlerweile. Das ist alles nicht mehr so einfach hier.
Hab ich noch? Moment, du stehst im Weg. Ich müsste draußen mal eine Garage bauen. So. 2, 4, 6. Machen wir es dahin. So, F7. Passt alles. Jetzt wird es noch ein bisschen verschönert. Und dann... passt alles. Ein Seegras habe ich noch. Weil ich spiele auf Englisch und das heißt hier trotzdem Seegras. Es heißt Seagrass. Nicht Seegras. Ja. Oh, Korinthenkacke. Ja, aber warum müssen sie englische und deutsche Wörter immer so unterscheiden? Und weil das immer so ist. Erzählen. Ich hatte doch irgendwo noch Seelaternen. Hier. Hä? Was ist das denn? Reed's Bunch, okay. Ich bin da, wo du nicht bist. Jedenfalls bist du da, wo ich dich nicht sehe. Ja. So. So. Gravel. Gravel. Das erinnert mich an deinen Unterwassersee, den du da liebevoll gebaut hast. Unterwassersee? Unterwassersee? Allgemein den See. Werd groß! Oh, der gefällt das. Cool. Weg damit. Weg damit. Die Seelatern kommen rein. Dahin. Den Fisch behalte ich noch. Das war der gekochte. Darko, ich sehe dein Name Tag. Ich stehe gerade auf Chaos. Ja, ja. Sonst hätte ich schon geschossen. Hörst du auf, ich stehe hier wirklich auf Chaos. Mann. Ich muss mich gerade mal um was anderes kümmern, warte. Ey, der Bär ist tot und hat Fisch fallen lassen. Ich glaube, das war noch meiner, den ich hingeschmissen habe. Kann ich immer noch nicht füttern. Beschiss. Wow. Gerade bin ich wieder da, sich also eigentlich runterplumpsen. Was machst du da schon wieder bei mir in der Base? Ich muss abwarten. Hörst du auf? Was ist los, Darko? Wie hast du mich durch die Leaves getroffen? Leaves ist kein auch vollständiger Block. Das weiß das man okay. Doch. Nö. Wie er da rumspringt.
die Nacht genervt ziemlich. Tja, ich bin in einem warmen Haus, wo Seegras rumliegt. Geht man eigentlich das Name-Tag trotz Sneaken hier? Nein. Vor allem, das ist jetzt voll unfair, ne? Du siehst, wo ich bin. Und ich sehe dich in meiner Base. Ich habe gerade deinen Name-Tag gesehen. Warum sehe ich, wo du bist? Ich sehe dich gerade echt nicht. Stream. Du machst einen Stream off und gut. Ja gut, aber das gehört für mich zum Punkt der Ehre, dass man das nicht macht. Ach du... Dago, ich bitte dich. Ich müsste eigentlich halt tatsächlich mal aufs Handy lanzen, weil mir meine Ex endlich mal geantwortet hat. Weil du kommst jetzt gar nicht in dein Haus rein, ohne aufzuhören zu sneaken. Vor allem, ich sehe dich halt auch nicht. Also ich bin in einem warmen Häuschen. Ist der echt drin? Ja, natürlich. Oh. Och Mann. Jetzt, ob ich jetzt rauskomme, ich warte, dass die Schildkröten. Dass ich mit denen wieder interagieren kann, damit ich das nächste Babyvieh kriege. Oder ich die scheren kann da oben. Na gut. Ich glaube aber, dass das, wie gesagt, ja noch ein bisschen dauern wird. Boah, hat noch eine halbe Stunde. Hab nur eine halbe Stunde, ja, das passt. Obwohl ich schon fast, naja, bei 5 Stunden 57 Live-Zeit bin. Live-Zeit oder Halbzeit? Live-Zeit. Also fast 6 Stunden bin ich live. Das ist auch für deine jetzigen Verhältnisse wieder recht lang. Ja, na gestern habe ich nach 4 oder 5 Stunden ausgemacht. Ich guck mal, 5 Stunden ausgemacht. Ich überlege, ich muss dann die ganze nächste Woche muss ich auch noch Videos schneiden. Boah. Hm. Alter, kann ich vormittags und nachmittags schneiden, habe ich das in 5 Tagen fertig. Glaubst du nicht, dass du wieder pimpeln kannst? Oder ich, wenigstens schlafen. Ich weiß, dass du auf mich wartest, Darko. Ja, wenigstens schlafen. Ich will mich in dein Bett legen. Warum nicht? Hast du etwa kein Bett? Nee, jetzt muss ich ja eh aufhören zu sneaken hier. Jetzt weißt du ja wieder, wo ich bin. Ja, in meiner Base, das wusste ich ja schon vorher. Das brauche ich nicht, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht, das Buch brauche ich auch nicht mehr. Das dahin, das dahin. Wenn mich jetzt abschießt, ist das feige. Warum? Willst du schlafen oder was? Ich will nach den Schildkröten gucken. Und wenn du das ernsthaft ausnutzt, um mich abzusnipern, ist das feige. Und hinterhältig vor allem. Du kannst ja nur entweder irgendwo auf einem Haus oder drüben auf der anderen Berghälfte sein. Wichskopf. Okay. Es klappt. Macht mir ein Baby. Habt ihr Baby gemacht? Ja, ich nehme eine Erwachsene mit, danke. Da. Ja? Willst du mich verarschen? Warum? Ich nehme eine Erwachsene mit. Du hast ein Baby und einen Erwachsener. Reich doch aus. Ja, ich war aber auch nicht der, der all meine Tiere. Was hupt bei dir so? Keine Ahnung, irgendwas da draußen. Hab ich gerade. Nee, das geht nicht gut. Du.
unerwartet, Akku. Es tut mir leid, was ich jetzt mache, oder auch nicht. Aber auch nicht überreagieren. Ich schieße auch nur mit der Waffe zurück. Mit den. Ja, ich schieße auch nur mit der Waffe zurück. Wo bist du denn? Sag Hemmung. Ich weiß, dass du keine Hemmung hast. Du würdest das machen. Ah. Ja? Hä? Wie? 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 Darko, deine Schulter hat vorgeguckt. Ich hab dir einen Schulterschuss verpasst. Ja. Doch, wirklich, kannst du im Stream da definitiv nachgucken. Und dann hat man noch ein Stück von deinem Kopf gesehen, wo du da runter sneaken wolltest. Oh, das ist geil. Nur unfair. Ich hab jahrelange Shooter-Erfahrung. Das spielen Mädchen rum, wenn es drauf ankommt. Hallo, bin ich Benny oder sonst wer? Ich suche gerade eine plausible, wie heißt das? Ich suche gerade ein gutes Beispiel. Ja. Mann, das ist so. Wer zuerst schießt, der hat eigentlich alle Möglichkeiten. Mhm. Ey, du hast das Longscope drauf, oder? Natürlich. Ich hab noch viel mehr hier drauf, Darko. Was denkst du denn? Als ob ich mit einer Lobob-Waffe rumschieße? Na, wo bist du? Wechseln wir schon wieder den Standort? Ja eben, wechselst du den Standort? Nö, ich bin immer noch in meiner Base. Hä? Du bist aber nicht mehr hinter diesem Akazienpiller. Nein, weil ich ranken muss. Ja. Würde ich auch sagen, wenn ich dann auch immer von hinten oder von der Seite abgeschossen werde. Haben wir das eigentlich lokalisiert von wo? Nö. Beim ersten Schuss, den ich auf dich gemacht hatte, beim Baum, hast du sofort in meine Base geschaut. Da war ich ja nicht. Aber der zweite, der war gezielt in meine Richtung. Weil man dich gesehen hat mit deiner Eisenrüstung. Ja, ich möchte halt nicht mit meiner Dia-Rüstung rumschießen. Ach, aber ich soll hier und so, ne? Das verlangt ja keiner. Wäre sogar wünschenswert, wenn es nicht so ist. Dann hör auf mich zu schießen. Nö, ist gerade mal ein bisschen Abwechslung. Du bist auf jeden Fall nicht in deiner Base, das weiß ich. Ich bin ja in meiner Base, hundertprozentig. Bin ich am alten Standpunkt, ja. Aber ich bin in meiner Base. Alter! Du hast ein Glas kaputt gemacht, Darko! Was hab ich? Du hast ein Glas kaputt gemacht! Das kommst du mir jetzt ersetzen. Grün. Du hast wirklich hier gerade ein Glas zerschossen. Man kann damit Glas zerschießen. Hä? Als wenn? Du hast. Zoom mal ran mit Optifine. Hier, wo ich. Ich hab's gesehen, aber das war doch schon vorher. Nein. Ich hab's halt auch gerade richtig kaputt gehen gehört. Ist das normales Green Glas? Natürlich. Ah, ja, scheiße. Der pennt. WTF. Ist ja auch was ganz Neues. Ja. Wusstest du? Ich wusste das nicht, dass man damit Glas kaputt machen kann. Wie denn? Ja, hätte ja sein können, dass du aus Versehen schon mit aufgeschossen hast. Ich bin der Einzige, der hier Glas irgendwie verbaut. Ja, aber in den Städten hättest du ja schon mal drauf schießen können. Hätte ich testen können, stimmt. Hätte man tatsächlich. Gut, Kaffeepause vorbei.
Mittagspause vorbei? Ja, ich habe gewartet, bis die Zombies bei mir sind. Voll cool, wie lahmarschig die sind. Außer der Leute. Hast du einen Kaktusgrün noch? Ja, unter meiner Erzkiste, da wo die Farben immer drin liegen. Erzkiste Farben, Erzkiste Farben. Das war knapp. Ah, da. Ja, es gibt hier einen Crafting-Tool. Ach, neue Greenhouse-Glases. Ich glaube, ich hatte sogar noch grünes Glas. Ja, egal. Ich habe nur das Glück, dass es nicht die Äffchen waren, weil die werden ja gleich ausgebrochen. Ja. Ich schieße jetzt nochmal ein Glas kaputt. Ich habe ja 8 Stück. Sieht halt echt krass. Kann ich echt irgendwie nicht glauben. Boah. Was hast du eigentlich alles für Erweiterungen auf deinem? Longscope, ja. Silence, also Schalldämpfer und Special Grip. Medium Scope, Silencer, Weight Stock und Specialized Grip. Hä, Weight Stock? Kannst du gar nicht. Was hast denn du für eine? Rifle. Die normale. Die normale, die Standard Rifle. Ich hab die Heavy Rifle, da kann ich so ein extra Ding nicht drauf machen. Ich weiß, dass du hast mal ein bisschen mehr Damage gemacht als ich dir. Ich warte ja nur. Sieht man das nochmal? Einfach mit der Maus rüber gehen. Ich mach ja nur 12 Damage. Boah. Und du machst wahrscheinlich 17 oder 18? 13,5. Okay, das geht sogar. Da hast du halt immer 5 Herzen abgezogen mit jedem Schuss. Boah. Was ist los? Das Versteckspiel los. Ja, darf ich ja auch, oder? Ja, klar, darfst du das auch. Problem ist gerade nur, ich muss mal einen Waypoint delayen. Würde ich halt auch ultra gerne. Dann mache ich, delaye meine auch gerade hier alle. Bär kann weg. Ne, ich muss mal in den Einstellungen schauen, welche Taste das ist. Achso, ne, ich muss das jetzt machen, weil mir der hat mir die Mod. Sicht verhindert. Welche Mod ist das dann? Minimap-Dings. Light Overlay? Ne. Nein. Mindmapping hier. Ist das bei mir. Delete. Weiter geht's. Ja, uno momento. Habe ich dich getroffen? Nein. Okay. Ich hab nicht mal einen Schuss gehört. Aber ich sehe, dass von deiner Base Zombies auf irgendwas aggressiv sind. Und ich finde dich nicht in deiner Base. Aha. Vielleicht bin ich auch nicht mehr in meiner Base. Sagt er jetzt die Wahrheit oder sagt er nicht die Wahrheit? Ich sag die Wahrheit. Ich bin nicht mehr in der Base. Scheiße. Ich hab die Chance mal genutzt. Scheiße. Also, rein analytisch. Wald ergibt keinen Sinn. Er würde von unten nach oben schießen. Mhm. Was gibt's dann noch? Die ganz großen Bäume, da kommt er nicht hoch, ohne den Baum abzubauen. Das glaube ich nicht, dass er das gemacht hat. Die Bäume mit den Lianen, das wäre zu nah. Der Hügel da drüben
sehe ich nicht. Und da hätte er mich auf sein Zimmer abgeballert. Ja, aber da gibt's nichts mehr. Warte mal. Die Sonne geht gerade unter, ne? Darko. Die Sonne geht gerade unter. Die geht gerade auf. Echt? Okay. Hab ich dich eben getroffen? Nee, hä? Wo schießt du hin? Ich hab gerade auf irgendwas geschossen, was ich dachte, dass du das wärst. Okay. Darko, schaltest du bitte vorher mal den Nebel an? Wäre vielleicht ein bisschen fair mir gegenüber, weil ich den Nebel auch anhabe. Ja, klar. Wehe, du schießt mich jetzt ab. Details. Okay. On. Oh je, ja, jetzt sehe ich gar nichts mehr. Gut. Ich nämlich auch nicht. Scheiße. Na, wo schießt denn du hin? Aber du hörst es schießen. Na, ich sehe dich, wie du da in irgendeine Richtung guckst. Hm? Hä? Ja, aber wie kannst du mich sehen? Ich sehe die Hand vor Augen nicht gefühlt. Du schießt in die voll falsche Richtung, Darko. Scheiße. Ich hab die ganze Zeit auf so ein winziges Loch da geballert. Ja, ja, da stand ich die ganze Zeit auch. Aber tatsächlich. Warum hab ich dich dann nicht getroffen? Weil ich dann auch immer weggegangen bin. Du schießt schon wieder in das Loch rein, ne? Ja. Aber warte mal, wenn du das siehst, ich sehe bei dein Haus überhaupt nicht, ne? Das ist. Du hast die Nebel aus. Ich kann dir einen Screenshot schicken. Nein, ich habe Nebel nicht aus. Aber ich sehe, weil hinter dir die Sonne hochgeht, sehe ich die Umrisse. Und deine Rüstung, die setzt sich ganz ab. Die ist ganz anders. Ich schieße jetzt nicht. Wenn du einmal kurz vor der Ecke rauskommst, ich mache mal einen Screenshot, wie das aussieht bei mir. Ich bin nicht mehr da. Aber die schimmert. Also die ist ganz, ist eine ganz andere Farbe. Ich erkenne keine einzelnen Blöcke, ich erkenne Umrisse. Und da sehe ich halt deinen Umriss auch. Okay. Nametags siehst du aber nicht. Nö. Und ich glaube, selbst wenn du nichts mieten würdest, würde ich das nicht sehen. Na gut. Wenn dass du mich mit deinem Gequatsche abgelenkt hast. Boah, weiß ich gar nicht mehr, wo du bist. Ich hab ja gesagt, ich bin nicht mehr da. Scheiße. Kurze Pause! Ja, wirklich jetzt. Oh Mann. Die haben hier ewig viele Leben mittlerweile. Das ist schon peinlich, wenn NPCs schlimmer sind als hier. Ja, vor allem, man sieht jetzt, wo ich bin, das ist scheiße. Ehrlich gesagt, keine Sorge, ich bin gerade unterwegs. Ich habe mir eine andere Position gesucht. Okay. Bedeutet, ab jetzt kann ich dich wieder sehen.
In der Theorie. Okay, wenn du sagst, du kannst mich sehen, dann bist du definitiv näher rangekommen. Ach, ich dachte, das da wärst du, das war nur ein Zombie. Ups! Ein Problem ist, meine Waffe ist für die Halbdistanz. Ich habe dich, glaube ich, von 100 Schüssen einmal getroffen, wo du ganz weit weg standest von deiner Schutzposition. Du bist aber aus der Base raus. Vielleicht. Komm da, ich hab's uns zugegeben. Ja, bin ich. Aber ich würde nicht sagen, dass ich nicht in einer Base bin. Bist du zu mir in die Base gegangen? Ich hab hier nicht, ich hab mir hier schnell gerade eine Base gebaut. Die mich halbwegs schützt. Ding, hat's gemacht. Ja. Und jetzt denk nicht ab. Ist nur ein neuer Star Wars Trailer rausgekommen. Ich hab das gehört. Ich habe den Schuss gehört. Vor allem, du hast ja gar keinen Nebel mehr. Oder? Nee. Weil du dich 100... Ich sehe noch nichts. Du hast dich sofort in meine Richtung umgedreht. Ich habe nichts außer deine schimmernde Rüstung gesehen. Nichts. Ja. Darko, machst du mal bitte den Stream aus? Ich sehe nämlich, dass du da mit drin bist. Ich bin im Stream, ja, aber der ist weggelegt. Ich habe ihn jetzt ganz ausgemacht. So, auf ein neues. Erstmal was essen hier. Ja, das finde ich. Ich müsste mir halt wirklich eine andere Rüstung zulegen. Ich habe mir ja auch einfach eine Eisenrüstung gekauft für den Spaß. Ich gehe mal kurz zu mir. Okay, ich mach nichts. Wer ist so fies? Ich habe gar keine Rüstung an. Nee, das wäre dein größter Schutz. Weil ich habe dich jedes Mal nur durch die Rüstung gesehen. Wenn es wieder weitergeht. Ich kann gar nicht einschätzen, ob du gerade überhaupt schon in der Base angekommen bist. Das. Lass mal alles mal. Ja, ich bin gerade in der Base bei mir. So, uno momento. Ich will noch aus der Base raus. Warte mal, warum habe ich die ganze Zeit einen rohen Fisch bei mir? Rohen oder Rothen? Rohen Fisch. Hast du wahrscheinlich gefunden oder so? Nee, wegen den Schildkröten. Ich dachte eigentlich, ich hätte ihn wieder abgelegt. Also ich bin aus der Base wieder raus. So viel ist sicher. Weiß nur leider nicht viel. Darko meinte, der hat sich was gebaut. Also muss ich nur auf einem hässlichen Klotz gucken. Oder aufpassen. Also das ist schon ein bisschen... Ja, mir fehlen sogar die Worte, das ist... Diskriminierend? Ja. Darko, du kannst einfach nicht bauen. Alles, was du baust, Klötze.
Stimmt gar nicht. Weil ich muss einfach wirklich nur auf einen Cobblestone-Klotz oder auf einen Dreckklotz achten. Dreckklotz könnte sogar hinkommen. Hat er sich einen Bunker gebaut, der Hund. Ah. Ich weiß ja, ob du mit dem Wort was anfangen kannst. Ich hab mal einen Shelter gebaut. Ja, einen Unterstand. Ja. Und lass mich raten, noch einen Block tief in die Erde, dass nur noch ein Block frei ist zum Rauslunzen. Ja. Das ist immerhin Bunker. Nicht so. Bunker! Nein. Shelter. Abgesehen davon war deine Verstecken in diesem Wassertank, da war ein Viertelblock. Frei. Das war aber richtig geil. Hättest du meine Rüstung nicht gesehen, du hättest nie gewusst, wo ich bin. Ich hätte nie. Du hättest mich abschießen können, ich hätte alles. Aber ich habe schon richtig eingeordnet, wo du warst durch die Stadt, weil du konntest nicht auf diesen Bäumen sein, auf den Hang warst du nicht, da habe ich dich nicht gesehen. Auf dem Hang hätte ich mich auch einbauen können, weil wenn du dich wirklich komplett zubaust, ist es einfach nur dunkel, du siehst gar nichts mehr dann. Ja klar, aber ich glaube nicht, dass du dich zubaust oder einbaust. Na, ein Block ist frei und es ist trotzdem dunkel dann, wenn du es richtig anstellst. Na gut. Wo bist du denn? Hier. Ah, hier, wow. Die beste Wortangabe, was weiß ich, den man sich vorstellen kann. Na, wo bist du denn? Gib mal einen Tipp. Ich bin immer noch. Du bist eingebaut. Gib mal einen Tipp. Ich bin nicht mehr eingebaut. Ich laufe hier rum. Ah ja, deswegen sehe ich dich ja auch. Weil du läufst. Also ich sneake. Wow. Ja, ich laufe nicht, ich sneake. Du sneakst aber wie? Laufend? Oder hast du dich jetzt vercampt? Duckend. Nee, ich sneake wirklich hier gerade durch die Gegend. Ich suche dich. Ebenfalls. Ganz kurz, hast du wieder eine Rüstung an? Ich habe eine Rüstung an, ja. Eisen? Nein. Schwächer. Leder. Na gut, ist ja auch irgendwie unfair. Das ist nicht unfair, das ist absolut unfair. Warum? Du siehst doch meine leuchtende Waffe. Denk dran, die ist verzaubert. Ja, weiß fällt aber bei mir auch nicht ganz wenig auf. Also, meine Waffe müsste auch jeder Blinde auf 10 Meter sehen. Und du hast, glaube ich, eine höhere Auflösung als ich. Oh, was war das denn? Chunk weiter. Das hat gerade übelst gefiebt, als du geredet hast. Habe ich durch eine Zahnlücke gefiebt? Hast du das immer noch nicht machen lassen? Hast du deinen Zahn immer noch nicht machen lassen? Nein, das ist eigentlich wieder alles in Ordnung. Okay. Also, es kam gerade, aber das war so ein. Als ob es vom Mikrofon gekommen ist. So ein Störfiepen. Aber nur ganz kurz. Ja, solange es nicht wiederkommt, ist alles gut. Wo bist du? Hier. Hier ist keine Ortangabe. Bist du nur in der Stadt? Schon ewig nicht mehr. Geh jetzt einfach mal davon aus, dass es wahr ist. Aber ich glaub's nicht. Ich bin wirklich nicht in der Stadt. Och Mann, wo bist denn du? Bist du denn? Bin jetzt wieder bei meiner Base. Okay. In der Nähe.
Ich bin noch nicht wieder auf meiner Base. Vor allem auf deiner Base. Lange sitzen tut weh am Arsch. Oh, nächster Treffer gewinnt, würde ich sagen. Dann muss ich ausmachen. 6,5 Stunden. Irgendeine Folge wird auf jeden Fall 1,5 Stunden gehen. Ich weiß noch nicht welche. Ja, und 2 Folgen draus machen? Nee, bringt nicht. Ich habe jetzt so schon mal 6 Folgen von ihm Stream. Das sind 12 Tage. Ups, Standbild. Ah, jetzt. Du. Aber weil ich das hier gerade im Chat lese, aber die Server sind ja immer down um 19:16 von Excusemo bei von Uplay. Ich habe mit den Servern nie Probleme gehabt. Ja, ich nur einmal, wo ich bei Dingsbums rausgeworfen wurde, Monopoly. Aber das lag an mir. Ja, das lag wirklich an dir. Aber ich bin noch reingekommen und hab, glaube ich, ja, vor allem, das ist komisch, du hast ja die Runde eröffnet, du warst ja so gesehen der Host. Eigentlich... Das ist aber genauso wie bei Uno. Wenn ich die Runde erstelle und rausfliege, wird auch einfach nur ein NPC ersetzt. Okay. Ist ja auch richtig und gut so. Also meiner Meinung nach. Na, wo bist du denn jetzt? Ich bin da, wo alles begann. Bei dir auf dem Tower, oder wie? Ernsthaft? Mhm. Na was? Denk mal noch früher. Auf dem Dach? Ja, wo alles wirklich begann. Oh, bei den Dschungelbäumen. Ja, ernsthaft? Mhm. Frage ist nur, auf welchem? Oh, warte mal, ich muss ein Stück näher kommen. Gewonnen! Geil! Nein! Ich hab mich umgedreht und seh dich nur sneaken! Geil! Woher wusstest du, dass ich in deinem Haus bin? Da, guck. Ich wusste es nicht! Ich wollte gerade hier auf den Turm! Ich dachte, du läufst jetzt zu den Bäumen da halt hin! Nee, ich ganz ehrlich, komm mal her! Ich stand die ganze Zeit hier hinten in der Ecke und hab gewartet, bis du aufhörst zu sneaken, weil das musst du ja, wenn du da hochfährst. Und dann wäre ich dir hinterher und hätte ich von hinten mit der Shotgun abgeknallt. Scheiße. Geil. Alter, hättest du am ersten Mal zur Tür geguckt, da hättest du mich abgeschossen, das erste Mal tatsächlich. Oh, geil. Oh, warte mal, wir müssen uns erstmal nebeneinander stellen mit den Waffen, damit ich ein Samt eben hab dafür. In welche Richtung? Ja, bleib so. So. Das wird ein geiles Thumbnail werden. Oh, hättest du dich umgedreht, hättest du mich weggeballert, ne? Das war jetzt echt nur pures Glück. Ich hab halt wirklich zu den Bäumen geschielt die ganze Zeit. Aber wie hast du mich gesehen? Auf der Karte dann wahrscheinlich, oder? Gar nicht! Ich dann warum hast du dich umgedreht? Einfach hab so. Hab ich irgendwie einen Lärm gemacht? Oder? Einfach aus Reflex? Weil ich auch ab und zu mal zurückgegangen bin, um aus anderen Fenstern zu lunzen. Das war wirklich nur Reflex bei mir. Oh, ich habe überlegt, ob ich durch das Elefantenfenster reingehe, sag ich mal. Das wäre im Nachhinein besser gewesen. Ja, aber da hättest du dich ja auch nicht zu mir erst umgedreht. Du wärst ja trotzdem zum Turm gegangen. Ja. Ich hätte dich nicht gefunden, so oder so. War aber geil. Ich bin gleich wieder da, dann machen wir das noch wegen dem Questbuch. Also noch nicht das Server verlassen. Jo. So, das war's mit dem Stream für heute.
Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, morgen gibt es nochmal einen Stream. Keine Ahnung, was wir da auf der Map machen. Nur Scheiße, würde ich sagen. Zum Anfang und zum Ende und.